der gesagt, dass ich dieses Haus nochmal besuchen möchte, weil ich mich hier nochmal genauer umschauen möchte, bevor es einstürzt. Und wir legen einfach mal los. Wie wir sehen, hier ist es schon eingestürzt. Und ich beginne heute auch damit, dass ich in den Keller runtergehe, weil ich möchte wissen, inwiefern das Geschoss unterkellert ist und wie sicher das ist zu begehen. Die Felsentreppe ist schon ziemlich weggebröselt. Nur ein Gewölbekeller. Gut, das ist sehr gut. Das heißt, ich kann ganz normal im Erdgeschoss laufen. Oh. So. Jetzt schauen wir mal, ob sich irgendetwas verändert hat. Die alten Telefondosen. Hoffentlich auf die Fenster leuchten. Das Thema hatten wir ja schon. Ja, hier oben drüber befindet sich ja das Schlafzimmer, in dem ich mich nicht getraut habe zu gehen, weil ja die Feuchtigkeit schon extrem durchkommt. Und auch hier bin ich nicht weiter gegangen, weil hier der Boden so weich war. Das liegt aber wohl daran, weil hier drunter ein sogenanntes Ständerwerk ist. Und dadurch bricht der Boden weg. Aber ich kann nicht abstürzen, weil hier drunter ja nichts ist. Es ist ja kein Keller da. Aber trotzdem vorsichtig sein. Ich möchte einfach dieses alte Häuschen noch mal ein bisschen einfangen. Stehen überall Gläser. Hier das Geschirr. Ich bin letztes Mal auf so einige Sachen nicht eingegangen, die mir in all der Aufregung gar nicht aufgefallen sind. Deswegen möchte ich da heute noch mal ein bisschen nachgucken. Guck mal da oben, diese alte Häckselmaschine. Oder hier dieses Fässchen. Eine alte Bahn. Gruß aus Bayern. Ein Senfgläschen oder so. Guck doch die Lampe. Auch schon ziemlich alt. Da steht der Chris. Du hast da was gefunden. Wo? Unter die Schuhe. Das Bad, stehen noch alte Pantoffeln. Diese Stange, die hier liegt, das ist irgendwas zum Aufwärmen. Ich glaube fürs Bett, dann kam da irgendwie Kohlen rein oder so.
letzte Mal gar nicht wahrgenommen habe, sind die alten Türgriffe. Hier Schmuckdöschen, natürlich alles leer, alles geplündert. Auch hier wieder eins. Auch das ist etwas für Weihwasser, wo Weihwasser reinkommt. Gläubige Menschen. Such mal mein Glück. Was haben wir denn hier? Schuheinlagen, Schlösser. Oh, ich weiß nicht, ob ich wirklich hier mich doch ein bisschen mehr umschauen möchte. Ich habe solche Angst, dass der Boden nachgibt. Riecht ja alles. Ich würde ja zu gerne weitergehen, aber die Sorge, dass was passiert, ist doch sehr groß. Guckt mal, diese alte Lampe. Die ganzen Bettwaren, die ganzen Tücher, alles ist da. Telefon. Hier drüber sieht man, kommt auch die Decke schon runter. Ich werde jetzt auch wieder rausgehen. Ich wollte einfach die Gelegenheit nochmal nutzen, wo ich hier um die Ecke war. Das Haus noch mal kurz anschauen. Irgendwelche, keine Ahnung was. Wie schön das jetzt aussieht, wenn das Licht einfällt. Ah, hier ist alles runtergekommen. Ich hätte mir das sonst auch zu gerne angeschaut. Ich guck mal, dass ich jetzt wieder heil nach unten komme. Alles zerfressen hier von Holzwürmern. Gute Chris, wo ist er? Hast du mal hier geguckt in den Schubladen? Gehen gar nicht auf. Ach, guck mal hier.
wechsle mal eben die Kamera. Halt mal eben so. Mal gucken. Boah, die gehen gar nicht gut auf. Mal hier, XXL-Tube. Geht gar nicht nach draußen, schade. Hier ist eine riesen Tube für Fahrradflickzeug, siehst du? Rema Tiptop. Die ganze Schublade. Alles so verzogen in sich. Schade. Ja, wirkliche Anhaltspunkte, wie lange es verlassen ist, gibt es keine. Wie ich im letzten Video schon erwähnt hatte, sind es definitiv 25 Jahre auf jeden Fall. Na gut, wir haben uns ja mal umgeschaut. Wir werden jetzt das Gebäude verlassen. Es fühlt sich aber nicht wirklich wohl. Das bröckelt da hinten die ganze Zeit. Ja, das kommt runter. Ne? Das Haus wird nicht mehr lange stehen. Wird früher oder später in sich zusammenfallen. Guck mal, die ganz alten Eierbecher hier drin. Ne? Tja. Schad um die alte Küchenhex, die dort steht. Das ist ein richtig altes Schmuckstück. Und hier bröckelt es halt. Ne? Das ist gefährlich. Hier können wir angstfrei zwar gehen, aber da drüben ist es halt eingestürzt. Naja. Ich habe mal noch ein paar Impressionen eingesammelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Zeitkapsel, wenn sie bald verschwindet, wer weiß, vielleicht ist es auch besser so. Es ist ja von der Substanz her wirklich nicht mehr viel da. Hier rottet er vor sich hin. Der arme alte Passat. Liegen noch alte Reifen. Der Lärm muss schon wirklich ziemlich lange hier drinnen stehen. Vor allem, es gibt ja auch gar keine richtige Zufahrt. Ja. Gut, wir beenden das Video jetzt. Ich habe ja gerade schon gesagt gehabt, wir waren noch einmal drin. Ich wollte mich noch mal ein bisschen umschauen. Wer weiß, wie lange es noch steht. Und ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vielleicht hat euch das Video ja gefallen, auch wenn es ein Rehbesit war. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.